Ich grüße euch total und recht herzlich zur Sendung, heute exklusiv nur über Rivan. Über Kylo müssen wir uns jetzt hier nicht drüber unterhalten und über einen Ritter Rehn. Die Sachen nehmen wir irgendwann auseinander. Wir werden auch Stormtrooper und so weiter. Wir haben eine Menge Cosplay-Sachen da. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Sendung Star Wars Filmfiguren. Cosplay, Stadtessen, Club. Wir sind ein Club, kein Verein. Wir hatten den Verein hier, aber wir wollen uns heute nur über Rivan unterhalten. Also, es geht darum, dass wir einen Panzer brauchen. Und zwar möchten wir gerne, dass das hier besser verarbeitet wird. Hier soll etwas eingearbeitet werden, damit man gerade in den Schulterbereich reinkommt. Vielleicht ein Klettverschluss bzw. ein Druckverschluss, weil dieser Verschluss gefällt uns überhaupt nicht. Der ist also auch leider schon gebrochen. Wir haben uns nur diese Grundbasis aus China kommen lassen. Es ist aus der Firma Cosplay. Ich werde den mal eben kurz hier so ein bisschen öffnen. Also es geht um den Panzer, der besser verarbeitet werden soll. Es ist, ich nehme mal den Kopf ab, eine wunderbare Geschichte an sich, auch der Helm ist wunderbar, ist verarbeitet, wunderbar, ist aus der Firma Kosa, auch die Figur, auch der Schutz, Kosa, von der Firma Kosa, wie gesagt, sowas hat er da drunter getragen, ist also atmungsaktiv für alle Cosplayer und es geht jetzt hier an sich nicht um, aber es geht um die gesamte Geschichte. Es geht an sich um die gesamte Geschichte. Wie gesagt, ist wunderbar verarbeitet. Auch unten drunter Jersey. Ich mache die Figur mal wieder normal. Wir hoffen, dass es klappt. So einfach ist es nicht. Also dieser Helm ist schon ausverkauft, habe ich gehört. Den gibt es in verschiedenen Variationen von Rivan. Ist auch leicht zu tragen, auch ich selber kann es tragen, indem, es ist immer so blöd, dass ich jetzt hier keinen Tisch habe, war jetzt auch nicht gedacht, dass der Kopf so leicht abgeht, aber mal eben gucken, geht also ziemlich schnell wieder an, kriegen wir wieder hin, der soll jetzt mal eben kurz hier aufsitzen, tut er auch, also die ist auch für Brillenträger zu tragen. Ihr wisst, dass ich jetzt eine Brille aufhabe. Die Brille tut jetzt im Moment etwas weh, weil war auch nicht gedacht. Es geht jetzt darum, wer solche Masken mag, ob nun von Kylo Ren, von Rivan oder Ritter von Ren, könnte damit wunderbar ins Kino gehen, ist wunderbar gepolstert, wenn er jetzt hier die sogenannte 3D-Brille einarbeitet, könnte er es im Kino, Cinema, CineStar, Cinemax, IMAX, könnte er dann mit dieser Maske sitzen, richtig dramaturgisch und könnte dann den Film genießen. Aber darum geht es jetzt in der Sendung auch nicht. Es geht zwar um Rivan, deswegen einfach mal gemacht. Da der ja jetzt hier im Studio steht, ist das alles nicht so schlimm. Aber wir machen nochmal den Kopf ab und setzen das richtig auf. Ja. Somit, das ist eine wunderbare Maske im Ohr von Brubeck. Die Firma Brubeck macht wunderbare, gute Masken, die man dann dafür nehmen kann. Und wenn man sich diese Figur anschaut, und wie gesagt, ist also wunderbar verarbeitet von der Firma Kosa. Wir empfehlen also die Firma Kosa. So, wir haben uns dann von der Firma Kosa besorgt. Wir haben auch hier den Halsschutz. Im Halsschutz könnte man vielleicht ja auch noch was einarbeiten, damit es vielleicht dramaturgischer aussieht. Die Kutte ist soeben runtergefallen. Ist an sich auch Jersey. Könnte man vielleicht auch einen anderen Stoff
nehmen. Ihr merkt schon, deswegen wollen wir den Brustpanzer anders haben. Der Brustpanzer wurde an sich schon gedacht, dass man aus dem Cosplay bzw. diese Polster besorgt, dass man die vielleicht nehmen könnte. Und müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir suchen jetzt jemanden, der das wunderbar verarbeitet, weil wir sind damit absolut nicht zufrieden. So, wir suchen also, wie gesagt, einen Brustpanzer, der vielleicht mit Klett funktioniert. Dramaturgisch kann man das, wie gesagt, machen. Er ist auch hinten wunderbar verarbeitet, hat also diese Faltenmuster. Ihr kennt Gardinen. Gardinen haben ja auch diese Falten. Ist schon, also es geht schon. Es wäre an sich gar nicht mal so schlecht, wenn der Panzer so richtig, auch hier ein richtig toller Panzer wäre. Sieht zwar auf eine Art gut aus, aber man könnte jetzt auch, sagen wir mal, einen anderen Panzer machen. Man könnte ja jetzt also Mittelalter-Handschuh nehmen, so eine mittelalterliche Geschichte, dann mit Stulpen rüber. So mit den Stulpen sieht das ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ne? Mit den Stulpen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich meine, für die Puppe war das ja auch wunderbar gedacht. Aber jetzt kommt die Idee, jetzt kommt wirklich die Idee, so einen richtig schönen Panzerhandschuh zu nehmen, damit zu arbeiten und das Ganze. Also wir wünschen uns, sagen wir mal hier, eine Verstärkung, von mir ist auch aus Metall oder so, dass es hier so hoch geht, rechts und links, und dass die Sachen dann hier raus, dann in den Schulterbereich reingeht, dass es vielleicht hier innen drin reingeht, dass die dann besser verbunden werden. Also wenn das hier, sagen wir mal, so wäre, ja, die würde uns jetzt also auf eine Art besser gefallen. Wenn das jetzt also so verbunden würde durch einen Schnapper, und dann sieht das schon irgendwie schöner aus wie das jetzt. Ja, also dieser Panzer gefällt uns so nicht. Also so hätte uns das schon gefallen, wenn das irgendwie so geradlinig hoch gemacht worden wäre. Auch die ganzen Sachen hier, das ist jetzt, liegt auch lose auf, für die Puppe jetzt hergerichtet. Ihr wisst ja, Rivan trägt so eine Art Skilt. Das ist ein Rock, ein Hosenrock, den er da trägt. Eine Hose ist auch noch drunter. Und also wie gesagt, es geht um den sogenannten Handschuh. Sollte man jetzt aus dem Mittelalter den Handschuh nehmen, darüber, also ihr könnt euch vorstellen, dass diese Figur im Cosplay-Bereich ziemlich gut wirken würde, wenn man da noch Hand anlegt. Und dazu besuchen wir jetzt noch jemanden, der uns diese Figur hier so herstellt, damit auch wir, diese Figur ist auf unsere Größe eingeschnitten, auch die Sachen sind auf unsere Größe, wurden die hergestellt. Und ja, wir möchten das gern, dass das, wie gesagt, für uns gemacht wird. Wir suchen jetzt jemanden, der den Rivan wunderbar, einen guten Panzer, also richtig, der Panzer muss bis hier oben sein, der muss ein richtiger Panzer sein, dass man da drauf, ne, und nicht so, das sollte schon vielleicht hier auch noch irgendwas einarbeiten, vielleicht, also ist machbar. Derjenige, der den Auftrag erhält, daraus was zu machen, bekommt nicht nur sein Geld, wir bezahlen nur in Rechnung, das heißt also, wir lassen das machen und dann bezahlen, wir schauen uns das an und dann wird es auch bezahlt. Und der Preis sollte jetzt nicht so hoch sein, also unverschämt hoch, dann können wir das auch selber. Nur wir haben die Zeit nicht dafür, ich persönlich habe die Zeit auch nicht dafür. Ich habe jetzt also nicht die Zeit, Hand anzulegen. Gut, in der Zeit, wo ich jetzt diesen Film hier mache, in der Zeit, wo ich hier meinen besten Freund Kylo Ren, ich war mein bester Freund Kylo Ren, in die Arme nehme, hätte ich auch
das nähen können. Da habt ihr recht, aber die Nähmaschine, ich weiß gar nicht, wo die ist. Also wir haben ja alles, Nähmaschine und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja in diese Rolle hier schlüpfen. Wir wollen ja ein Rivan sein, wir wollen ein Rivan werden. Wir wollen auch vor laufender Kamera ein Rivan werden. Vielleicht haben wir ja Interesse, uns einfach mal bei 501 zu bewerben. Als Rivan, wenn der fertig ist. Der muss sowas von dramaturgisch ausschauen. Eine Figur ist da noch im Raum. Das ist dieser sogenannte kosmische Cowboy. Dieser sogenannte Han Solo, aber nicht persönlich Han Solo. Wir wissen, wie Han Solo rumrennt. Da sind wir jetzt nicht gerade so hinterher. Wir wollen da gar nicht. Also hier merke ich gerade, fehlt ein Stulpen noch. Da ist er. Da ist auch der Stulpen. Wir möchten. Ah ja, kann ich auch mal links tragen. Hier, komm. Ich mache jetzt einen wieder hier auf Verkaufsstelle. Ihr merkt schon, ich bin immer im Verkaufsfieber. Wenn Sie diese Figur kaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Cosplay-Bereich, wir sprechen alle Cosplayer an, kann man natürlich nicht nur zu Karneval von der Firma Kosa mit Stempel Kosa, diese ganze Figur kommt von der Firma Kosa, kann man die natürlich nicht nur für Karneval, sondern auch für Cosplay nehmen. Gut. Das wäre der sogenannte Verkaufssender. Nein, wollen wir ja nicht. Ein bisschen Spannungsbogen will ich ja doch einflechten hier, damit ihr nicht einschlafen, wobei es hier um eine Figur geht. Es geht hier über Rivan. Rivan ist und bleibt die gewisse Figur neben Nilius, die so nicht in Hauf auftritt. Also die sieht man nicht so oft. Auch nicht bei den 501ern so oft. Kylo sieht man jetzt schon etwas öfter, so Stormtrooper und so weiter. Die sieht man natürlich viel, viel öfter. Also wie gesagt, wir suchen jemanden, der uns das wirklich wunderbar verarbeitet. Freie Hand. Das soll ein erstklassiger Torso werden, ein richtiger Panzer, wo auch, wie gesagt, hat hier alles so verschwindet. Ja? Das heißt dann, ja, das muss natürlich mächtiger wirken, ja, so ein richtiger Schutz. Am liebsten noch so richtig Metall, da wäre ja noch schöner, also muss ja nur so aussehen, dass das hier so eingearbeitet wird. Ne? Wie gesagt, derjenige, der den Auftrag bekommt, bekommt unseren Videoclip, bekommt natürlich auch Fotos und bekommt die Sachen, damit er die dann für uns macht. Er wird natürlich auch benannt werden, ist klar, er wird auch ins Studio eingeladen werden, wenn er Zeit hat. Derjenige, der uns diese Figur fertig macht, bekommt natürlich kostenfreie Werbung für ihn. Also wir bezahlen alles, aber er bekommt dennoch kostenfreie Werbung für sich. Und damit, wir werden ihn auch vorstellen. Wir werden die Sachen dann auch tragen, wenn die so sind, wie wir uns das vorstellen. Immer wieder wird daran gedacht, dass man hier vielleicht so einen Mittelalter-Handschuh, ne, so einen Panzerhandschuh, das wäre ja so ein Panzerhandschuh, aber es geht uns, also das kann man ja über alle Sorgen, ist ja kein Thema, Panzerhandschuh. Aber darum geht es, dass das hier wirkt, dass da was aussieht, dass man, damit das so richtig wirkt. Das muss wirken hier vor der Kamera. Ne? Also wenn man hier so dramatisch hier in seine Augen schaut, kann ich mal ein bisschen drehen hier. Boah, mein Freund Kylo. Mein Freund Kylo. Ey, Puppe, geh mal ins Saufen. Ach, der ist cholerisch drauf, wissen wir ja. Also wie gesagt, man kann hier oben, das ist extra atmungsaktiv, wir hatten erst eine andere Maske, aber die reicht ja vollkommen, um zum Beispiel für Karneval und für ins Kino zu gehen, damit ihr, sagen wir mal, eure 3D-Brille mit einarbeitet. Also kann man wirklich empfehlen, wir können wirklich diese Masken empfehlen, die haben wirklich Distanz für Brillenträger, ja. Und ihr könnt dann, wie gesagt, die 3D-Brille vom Kino mit einsetzen und ihr könnt dann in diesem Outfit könntet ihr dann genussvoll die Filme gucken, um das mal so gesagt zu haben. Ihr merkt, ich komme nochmal aus dem Werbebereich, bin an sich nur Kameramann und Filmemacher, aber auch Cosplayer. Wir sind nun mal Filmfiguren, Cosplay-Fans der Stadt Essen und als Cosplay macht es Spaß. Ich habe jetzt, merkt ihr schon, die Figur vergessen, die habe ich vorhin in der sogenannten Verkaufsclip-Geschichte gelassen, käme jetzt auch gar nicht so rüber.
die große Figur kommt ja jetzt viel, viel besser rüber. Mit dieser großen Figur kann man jetzt viel zeigen. Also derjenige, der jetzt diesen Videoclip sieht, er weiß Bescheid, worum es geht. Es geht um dieses ganzen Cosplay, weil wenn er diese Figur erstmal durch sein Können so aufgewertet hat, damit wir, sagen wir mal, uns sogar bei 501 bewerben könnten, zeigt ja dann alles, welche Qualität er in seinem Können hat. Und so eine Herausforderung, wie gesagt, das soll hier nicht alles so rumschlören, hier, das soll nach was aussehen, das muss hier dran angebracht werden, ja. Das muss wirklich wirken. Bei diesem Kostüm zum Beispiel wirkt das jetzt hier nicht so, so richtig prickelnd. Ist zwar, jeder kennt es, auch schärfemäßig hier. Na, ich verfolge gerade wieder den Verkaufsmodus hier. Ich verkaufe euch gerade Puppen. Ich merke das schon wieder. Wie gesagt, diese Figuren hier kann man also auch für Karneval nutzen. Nicht nur Star Wars, nicht nur im Cosplay-Bereich. Kann man für alles nutzen, so ist es ja nicht. Ne? Und wie gesagt, Kylo ist, ich weiß es nicht, ist überhaupt die Figur Kylo so angekommen, ist überhaupt Kylo so angekommen, dass jeder als Kylo rumlaufen möchte. Auch da könnte ich mal eben die Maske abnehmen, Maske aufsetzen. Also ist wunderbar, ist für alle Körpergrößen, also Kopfgrößen gemacht. Und wenn man jetzt hier die Brille auch einarbeitet, die 3D-Brille hier einarbeitet, könnte man wirklich den ganzen Film mit diesem Helm und vielleicht mit einem, gibt es ja mittlerweile gute T-Shirts, Star Wars T-Shirts, es gibt ja auch mittlerweile andere Sachen, wie gesagt, kann man verengen, ja, machen wir jetzt mal verengen. War gerade ein bisschen zu groß das Ganze. Ist also machbar und für einen Profi könnte man das hier vielleicht auch nochmal an den Profi, könnte man diesen Helm auch nochmal veredeln, indem man die Naht dicht macht, den Helm nochmal macht und auch das hier veredelt. Könnte man, muss man nicht, aber wäre angesagt. Wir bleiben aber, wie gesagt, beim Revan. Der Auftrag läuft für Revan, daraus was Tolles zu machen. Und wir können euch noch einmal sagen, kauft nicht einfach blind bei Amazon. Ihr bekommt sehr viel Murks geliefert, Ehrenwort. Ihr bekommt sehr viel Murks geliefert, wir sind pflegeleicht. Aber für die, die nicht so viel Geld haben und dann für 50 Euro so einen Helm kaufen, der ist schon total gebraucht gewesen hier, Gebrauchsspuren und was weiß ich nicht alles. Wie gesagt, wenn wir nicht so pflegeleicht wären, hätten wir Amazon schon längst fertig gemacht. Weil so toll ist es da nicht einzukaufen. Ja. Das Problem ist, es ist ja nicht Amazon. Amazon ist ja nur ein Marktplatz. Aber die Vögel, die sich da, das sind meistens die eBay-Vögel, die da bei eBay schon rausgeflogen sind, die tummeln sich nämlich jetzt bei Amazon. Da bekommt ihr nämlich Klamotten. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist aber eure Sache. Wenn ihr den Kleinen- und Kleinsthandel zerstören wollt, weil ihr nur noch online einkaufen wollt, ist das eure Sache. Ich kann euch nur eins sagen. Sobald der Klein- und Kleinsthandel nicht mehr gibt, ja, und ein dicker, fetter Virus kommt, ihr könnt nicht mehr kaufen, dann erst werdet ihr merken, wo sind die ganzen Klein- und Kleinsthändler. Ne? Aber das ist eure Sache, nicht meine. Ja, ich bin raus. Ich habe damit nichts mehr zu tun. So, das war jetzt hier Kylo. Das ist ein bisschen eng für den Helm. Aber egal. So. Ihr könnt also, ich kann euch also die Firma Rossner hier, Cosper, wie heißt die jetzt? Cosper, hat hier so einen bescheuerten Namen hier. Cosper, also ich kann euch die Firma Cosper empfehlen, so ist es nicht. Die Sachen werden zwar in China hergestellt, ist aber trotzdem auch hier beim Kylo gute Qualität. Ist wirklich gute Qualität, das ist also nicht so ein, ne, also der Schal, das hat also schon Wirkung. Man kann also, so wie er ist, könnte man jetzt auch damit arbeiten. Also, mein Lieber, wir möchten den Ray-Ban richtig Cosplay-mäßig aufgearbeitet haben. Der Auftrag ist raus. Wenn der Auftrag angenommen wird, wir schicken alles zu. Es soll hier an dieser Seite diese Panzerung ran. Wir schicken auch das Bild dabei. Wie Hand anlegen, egal. Seitlich ist ein Reißverschluss, um den Panzer anzuziehen.
Die restlichen Sachen sollten also auch in diesen Panzer mit eingearbeitet werden. Dazu kommen noch einige Risszeichnungen, um das abzurunden. So, meine lieben Freunde, dieser Clip ist auch zu Ende. Ich habe ja gesagt, dieser Clip sollte nicht an die Verkaufsgeschichte ran. Aber da ich gerade so einen Verkaufstrip hatte, so einen Verkaufslauf, habe ich den halt hinten doch an alle, die den jetzt doch gesehen haben, den Verkaufsclip. An dem Verkaufsclip habe ich ihn also auch angeheftet. Ich habe natürlich ihn auch rausgenommen. Ihn gibt ihn auch als Einzelclip, exklusiv für denjenigen, welchen der da die Figur machen wird. So, wir sind Stadt Essen, klar. Filmfiguren, Cosplay-Fans der Stadt Essen. Star Wars. So, wir machen die Show. Wir suchen halt händeringend noch Leute, die Cosplay machen, selber Cosplay. Die Gestaltung der Sendung, merkt ihr ja, die Gestaltung der Sendung ist, mit echten Leuten zu arbeiten, nicht hier mit Puppen, sondern mit echten Leuten zu arbeiten, die Sachen auch richtig vorzustellen, auch die Ware richtig vorzustellen. Wer Lust hat, könnte auch, wenn wirklich Lust bestünde, könnte auch richtig ein Verkaufssender daraus gemacht werden. Da könnten wir auch die Sachen verkaufen. Wie gesagt, derjenige, welche der jetzt hier Hand anlegt, der aus dieser Figur eine Wahnsinnsfigur macht, die ich ankleide, also ich selber ankleide, selber dann erscheine und die nächste Sendung dann in voller Montur durchziehen werde, der wird natürlich erstens honoriert. Zweitens bekommt er Werbung für sich, für seine Arbeit und wird natürlich eingeladen, hier mitzumachen, wenn er es, okay, ich weiß ja nicht, wie weit derjenige da wohnt. Hier ist die Stadt Essen, A40, ihr seid ruckzuck angebunden, rechts ist in 75 Kilometer, 57 Kilometer ist Roermond, da wisst ihr mal, wie weit das ist, 57 Kilometer seid ihr in Roermond, in 75 Kilometer zweimal abbiegen seid ihr im Sauerland. In 57 Kilometer seid ihr in Dortmund. Ah, okay. So, ihr seid hier im Radius von 100 Kilometer, ist hier alles. Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Oberhausen. Und wir sind mittendrin. Wir sind direkt an der Autobahn. Und unser Club, den gibt es schon seit 60 Jahren. Aber da waren wir ja Spielwaren. Ja, Spielwaren, Schreibwaren. Und jetzt sind wir halt im Cosplay-Bereich und natürlich in der Dienstleistung, Herstellung von Filmen, von Fotos und Sendungen. So, das ist natürlich ein riesen Kompendium. Wir sind an sich 100% Dienstleistung. Und es ist nicht so schlimm, dass jetzt alle Welt unbedingt die Sachen online kaufen. Können Sie ja ruhig machen. Ist in Ordnung, ist eure Sache. Denkt dran, wenn der Klein- und Kleinsthandel stirbt, ihr steht irgendwann mal da. Ihr könnt nicht um die Ecke mal eben fragen, hör mal, ich habe ein Problem, ja? Da ist dann kein lieber junger Mann mehr oder junge Frau mehr, die euch da erklärt, wie alles funktioniert. Nee, ihr steht da und nichts geht mehr. Dann könnt ihr mal wieder anfangen, irgendwie Keilschrift zu üben oder so. Die analoge Welt stirbt. Ja? Analog bedeutet eine Spule wickeln, Frequenzen setzen und irgendeiner hört. Ja, Funk zum Beispiel. Oder Radiowellen. Na, das ist dann alles weg. Aber ist eure Sache. Geht mich nichts an. Ja, wir bleiben jetzt hier bei Cosplay, wir bleiben jetzt bei Ribbon. Wir suchen jemanden, der die Figur richtig dramaturgisch. Wenn ich keinen finde, macht euch nichts raus, mache ich es selber. Ja, dann mache ich halt keine Sendung, dann kümmere ich mich wirklich um ihn da. Und ihr könnt mir glauben, da kriege ich hin. Das ist überhaupt kein Thema, es ist alles da. Nur die Zeit ist einfach nicht da. Die Zeit ist nicht da. Aber egal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt weg und ja, also, wir brauchen ihn. Da, den da. Also, Schneidert, called, ihr wisst wie, ihr wisst wo, ihr wisst auch, worum es geht. Und dieser Videoclip, ganz für sich separat, ist für jemanden gemacht worden, der an sich für euch solche Sachen macht. Und wie gesagt, wenn er das für uns macht, kriegt er auch Werbung. Er bekommt Werbung, wir stellen ihn dann vor.